Noch kein passendes Weihnachtsgeschenk? Auch in diesem Jahr gibt es von der Wirtschafts- und Innovationsförderung Salzgitter GmbH wieder den wunderschönen Salzgitter-Kalender mit Bildern des Fotografen André Kugelis. Ob Luftaufnahmen tief verschneiter Winterlandschaften oder Sommerimpressionen, der Kalender zeigt die Vielseitigkeit und die Schönheit Salzgitters. Der Kalender kann in den Formaten DIN A3 für 10 Euro und DIN A2 für 18 Euro unter anderem in der Touristinfo in Salzgitter-Bad sowie in diversen Buchhandlungen erworben werden. Oder natürlich auch online bestellt werden. Scannen Sie dazu einfach den QR-Code. Und noch eine weitere Geschenkidee zum Feste. Die ersten Acts für den Kultursommer 2023 stehen fest und es sind bereits Karten im Vorverkauf erhältlich. Verbringen Sie wundervolle Abende vor der Kulisse des Schloss Salda und genießen Sie Rap- und Popmusik von KF, neue Volksmusik von den Blasmusikern der Band La Brass Banda sowie den unvergleichlichen Klang des Bagrocks der Red Hot Chili Pipers. Weitere Acts werden noch folgen. Tickets für alle feststehenden sowie die noch kommenden Konzerte erhalten Sie unter www.kultursommer-salzgitter.de. Bis 2033 müssen alle Führerscheine, die vor dem 19. Januar 2013 ausgestellt wurden, in den neuen EU-Führerschein umgetauscht werden. Die nächste Frist endet am 19. Januar 2023 und gilt für Personen mit den Geburtsjahren 1959 bis 1964. Für den Umtausch benötigen Bürgerinnen und Bürger einen Termin beim Autoservicepark der Stadt Salzgitter. Termine können online auf der Homepage des Autoservicepark vereinbart werden. Mitzubringen sind neben einem gültigen Identitätsdokument ein aktuelles biometrisches Lichtbild sowie der aktuelle Führerschein. Es entstehen Gebühren in der Höhe von 30,40 Euro. Der fertiggestellte Führerschein wird an die Bürgerinnen und Bürger verschickt. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.salzgitter.de oder telefonisch unter 05341 839 3000. Einmal Ratssitzung spielen. Für die Jugendlichen dreier zehnter Klassen aus Salzgitter wurde genau das Wirklichkeit. Moderiert wurde die Veranstaltung unter anderem vom ersten Bürgermeister Christian Striese. Salzgitters Klimaschutzmanager Jan Holzenbecher erläutert dazu: Planergy ist ein Planspiel, in dem es um Energiewende geht, um demokratische Teilhabe. Zurzeit wird hier das Stadtrat sozusagen nachgespielt, wie man Ideen zur Energiewende einbringen kann, formulieren kann. Und der ganze Abstimmungs- und Diskussionsvorgang wird hier ebenfalls mit simuliert.